Behörden und so weiter, da haben Sie recht. Also mit Namibia, was ich lernen musste, war Geduld, Gelassenheit, Demut und nochmal Geduld und noch mehr Geduld. Ich weiß nicht, was wir massiv Erfahrungen haben als Senatorin oder Bürgermeisterin, aber ich kann mir vorstellen, dass es diese Dinge ist. Ja, erstmal an Sie ganz herzlichen Dank für die lobenden Worte und die Anerkennung. So sehr ich mich noch wirklich freue, und das muss ich schon sagen, das ist schon eine kleine sozusagen Steigerung dessen, was wir sonst bekommen haben. Dieses Lob gebühren wir nicht alleine, auf keinen Fall. Denn allen denen, die an diesem wunderbaren Projekt Save Our Children mitgewirkt haben, denen gebührt das. Denn es, eigentlich ist es ja für das Projekt, es ist ja nicht sozusagen, ich bin zwar derjenige, der es initiiert hat, aber ohne dieses Projekt wäre es nicht zu dieser Auszeichnung gekommen. Für mich persönlich bedeutet das Bundesverdienstkreuz eine wunderschöne Würdigung des Projektes als solches, aber vor allen Dingen der unendlich vielen Spender, der vielen Freiwilligen und Mitarbeiter in Deutschland, Namibia und natürlich auch eine Anerkennung der eigenen Leistung, sage ich mal, ist es natürlich auch. Es ist für mich eine ganz wunderbare Fügung, dass genau nach 10 Jahren nach der Gründung sozusagen als Jubiläumgeschenk diese Auszeichnung jetzt gerade hier kommt. Ich bin zwar der Initiator und Stifter von Steps for Children, aber ohne all die vielen Helfer und Unterstützer wären wir nicht dort, wo wir heute stehen. Nur durch das Zusammenspiel von so vielen Unterstützern konnten wir so viel erreichen. Und deswegen gilt die Auszeichnung vor allem wirklich denen, die am Aufbau oder Durchführung von Steps beteiligt waren. Fällt mir schwer, mich nicht bei allen zu bedanken, aber immerhin so eine kleine Auswahl habe ich das schon hier. Bedanken möchte ich mich vor allen Dingen, wo ist Stani? Du hast mich immerhin vorgeschlagen. das heute nicht. Dass du genauso wie deine Frau Britta auch Botschafter von Step bist, dass sie es selbst permanent unterstützt, das ist wirklich ganz wunderbar. Ja, und Stefan, auch bei dir, du warst vom ersten Tag an dabei als Treuhänder, als Vorstand und immer als Freund, bist du immer noch dabei. Entschuldigung, das ist wirklich ganz wunderbar. Du bist ein Teil von mir, von selbst, also ganz herzlichen Dank auch an dich. Wow. Andi, du gerade so viel filmst, du warst vom ersten Tag absolut großzügig dabei, sozusagen auch einer der Unterstützer der ersten Tage, du bist Botschafter von Steps. Du bist Networker, ein Gutteil der Spender von Steps sind durch dich gekommen. Du bist außerdem auch ein Freund geworden in den letzten 10 Jahren. Cornelius, wo bist du? Cornelius Herrstadt. Ja, Cornelius Herrstadt, Professor Herrstadt ist ungeheuer aktiv, zwar noch gar nicht so lange dabei, aber für uns aktiver. Und jetzt ist er sogar auf dem Wege Honorarkonsul von Namibia zu werden. Das würde ich nicht sagen, also ich hört es vermutlich nicht. Das ist eine große Probe an dem Dschungel und Gelassenheit. Er ist gerade dabei zu üben, finde ich wunderbar. Und wenn du jetzt, was ich nicht sagen darf, Honorarkonsul werden würdest, ist es natürlich auch zum Wohle von Steps. Dafür ganz herzlichen Dank. Mechthild, da bist du Mechthild Wicker, Fördermitglied und Vorstand im Förderverein vom ersten Tag an. Ebenso auch wie Beate, die da steht, ist auch Gründungsmitglied des Fördervereins und langfristige und großzügige Unterstützerin. Es sind einfach so viele Menschen da, die mich unterstützt haben. Auch meine Familie, meine Tochter Vivi, mein Bruder Dieter und meine Schwägerin Sigli. Alles Gründungsmitglieder des Fördervereins und die sich häufig sozusagen über meine übermäßige Arbeit und Abwesenheit das ertragen mussten, vor allen Dingen auch meine Partnerin Lilly, die auch schon Geschmack davon bekommen hat, was es bedeutet, für Steps zu arbeiten. Sehr dankbar bin ich, dass unsere Mutter auch Gründungsmitglied des Vereins immerhin und große Unterstützung trotz ihrer 95 Jahre hier ist. Ja, nicht die Familie, oder? Auf jeden Fall, ja. Martina, Clemens, Ellen und Werner, Ellen kann leider heute nicht da sein. Auch sehr, sehr großzügige und lange Unterstützer von Steps for Children. Euch allen vielen Dank. Auch der NUE hier vertreten, langjährige Unterstützer von Steps for Children, immer wieder mit großzügigen Spenden, auch dieses Jahr wieder dabei. Auch Ihnen und Ihren Mitarbeitern ganz herzlichen Dank. Ja, was wäre Steps heute ohne die ungeheuer engagierten Mitarbeiter? Wo ist sie denn, Simone? Da ging es nicht zu sehen. Hier danke ich Simone sozusagen als Abgeordnete von allen Mitarbeitern. Alle kann ich ja nicht mit ihr einladen. Ohne euch wäre die tägliche Arbeit von Steps die Anfälle überhaupt nicht zu schaffen. Also ihr seid mir eine riesen Unterstützung und dafür bin ich euch wirklich sehr dankbar. Grundsätzlich sprechen wir in Deutschland immer vom
sozialen Engagement muss man kurz in die Runde gucken. Janet, Entschuldigung, ich habe dich nicht mit erwähnt, Janet und Ulf, auch ihr seid vom Anfang an dabei. Janet hat das Logo entwickelt von Steps for Children. Also dieser Fußabdruck wäre ohne Janet nicht derjenige, der es heute ist. Und genau, Ulf, ihre auch dank ihrem Unterstützer kann leider auch im Fahrradunfall jetzt nicht dabei sein. So, ich glaube, dann habe ich über alle erwähnt, ja. Peinlich, wenn ich jetzt jemand vergessen hatte. Wir sprechen immer so viel vom sozialen Engagement. Bei Steps wird dies wirklich in großem Maße gelebt und in Realität umgesetzt. Im Vordergrund sehe ich deswegen auch die ganz vielen Helfer, die ungeheuer große Anzahl von Spendern, die Freiwilligen, die Volontäre, sowohl in Deutschland als auch in Namibia. Den Beirat, Vorstand, alle diese Menschen, die uns, die mich unterstützen, ohne die wäre das alles hier nicht möglich. Ich würde hier nicht stehen, wenn wir nicht so unendlich viele Unterstützer hätten und dieses Engagement. Deswegen gebührt diesen Menschen diese Auszeichnung ganz genauso. Also widme ich die Auszeichnung all denen, die am Aufbau beteiligt waren, alle zum Wohle der bedürftigen Kinder in Namibia. Es ist eine Auszeichnung für das soziale Engagement von ganz, ganz vielen Menschen. Und dafür ganz großen Dank. Ja.